Darfst mir übrigens gerne jetzt ein Ja oder ein Nein in Discord im Voice antworten auf die Frage, die ich dir jetzt geschrieben habe. Ja. Also du weißt noch, welche ich meine. Ich glaube ja. Gut. Also ich habe halt Brötchen geschnitten, hatte ich ja schon gesagt, ne? Und Ja. Moment. So. Und es tut immer noch, heute noch, leicht weh, was Druck angeht. Damit konnte ich nicht abwaschen. Und weil es halt auch noch so ein scharfes Messer war, war das halt, beziehungsweise ist halt immer noch recht guter Schnitt, aber eher oberflächlich zum Glück. Also noch Glück Also gehabt. das, was ich dir geschrieben habe, war, ich sag mal, tiefergehend. Okay. Ja, und der Rest war eher als, ja, als ein Ergebnis davon, dass das Messer an sich auch ziemlich scharf so schon ist. Also hast du dir fast eine Avocado-Hand verpasst. Ich kann dir theoretisch doch mal ein Foto schicken. Nein, lass. Musst du nicht. Nein, von der jetzt schon fast also fast komplett verhalten. Man sieht halt wirklich nur noch so ein bisschen. Man sieht es eigentlich fast gar nicht mehr. Aber du weißt, was da Avocado-Hand ist, ne? Nee. Ehrlich gesagt nicht. Also ich habe es mal gehört, aber ich sage immer nur so, ja, so in etwa, weil ich halt nicht da stehen will, von wegen, nee, ich habe gar keine Ahnung, was du überhaupt gerade meinst. Mein Handy steht nicht scharf. Jetzt steht's scharf. Also ich kann dir wenigstens die Größe des Schnittes ungefähr. Wie gesagt, das ist schon recht gut wieder verheilt so. Autsch. Ja. Und das, was ich dir geschrieben habe, die Stelle sieht man noch sehr gut. Das ist nämlich ganz oben, diese dunklere Stelle ganz oben beim Finger da in der Nähe. Da ist es nämlich passiert. Und das ist eine ziemlich doofe Stelle, wenn man abwaschen möchte. Ja. Autsch! Das ist eine Avocado-Hand. Alles klar. Nee, danke. Weißt du, was das Lustige daran ist, wieso mir das überhaupt passiert ist mit diesem Messer mit der Hand? Ich hatte mir im in unserem Laden, also in dem Markt, der bald bei uns schließt. Ich möchte jetzt hier keinen Namen nennen, weil ich möchte keine Werbung machen dafür. Habe ich mir so eine vegane Mortadella geholt, die ich mal probieren wollte, weil ich einfach Bock hatte auf einfach mal wieder irgendwie Ausschnitt und zwar keinen Käseausschnitt. Und da was Vegetarisches zu finden, was halt gut schmeckt, war schwer. Und da habe ich mir halt diese vegane Mortadella einfach mal geholt und wollte mal ausprobieren. Schmeckt übrigens wortwörtlich wie richtige Mortadella. Fand ich zumindest. Als ehemalige Fleischesserin hoch 10, sag ich mal. Was? Entschuldigung. Die vegane Mortadella, die hat wie ganz normale Mortadella geschmeckt. Sagt halt jemand, der früher fast täglich Mortadella-Brötchen gegessen hat. Das habe ich so geliebt, diese Wurst. Und ja, jedenfalls habe ich mir diese vegane Mortadella geholt zum Probieren. Und dann habe ich ja gerade das Brötchen aufgeschnitten, um das drauf zu machen, die Scheibe da. Und habe halt nebenbei gelesen, aus was diese Mortadella besteht. Und also der, ich sag mal, Grundbaustein dieser Mortadella hat mich extrem irritiert. Die Also bist du einfach Basis. nicht multitaskingfähig. Doch, das schon, aber ich war ein bisschen sehr, ich sag mal, geschockt.
eventuell, weil die Basis ist einfach so eine Blumenkerne. Und ich dachte mir nur, hey, wie soll das gehen? Eine Mortadella aus Sonnenblumenkern? Hä? Die war komplett weich, da war ja nichts von diesen harten, was bei Sonnenblumenkern normalerweise mit... Hä? Naja, vielleicht werden die püriert oder irgendwie sowas. Ja, aber du pürierst ja auch für eine Pesto, pürierst du ja auch Pistazie, falls du sie reinmachen möchtest. Ne, Pinienkerne, so rum. Falls du sie reinmachen möchtest, ne? Weil Pinienkerne halt bei Pesto mit reingehören und so. Und, egal wie gut du das pürierst, ich mag dieses Harte in der Pesto nicht. Weil du ja trotzdem diese harten kleinen Kernchen trotzdem drin hast. Aber bei der Mortadella war nichts. Da war also rein gar nichts. Ganz ehrlich, die hätten mir auch einfach sagen können, von wegen, ja, das ist einfach nur Mehl oder so. Von der Konsistenz her hätte ich das geglaubt. Mhm. Also das war halt wirklich... So, aber ich werde jetzt hier erstmal...